No? Da gibt's nicht. Also, Damen geben. Ja. Ja, mache ich gleich. Es gibt hier hin. Namensbewerter hier in Graphite Pod City. Erstmal habe ich die Wettbewerbskarte erhalten. Und ein Sichler erhalten habe ich jetzt gerade eben. Schauen wir es mal uns an. Mit den Attacken Vakuumwelle, Ruckzuckhieb und Silberblick. Hartes Wesen. Und Hexablager als Fähigkeit. Es ist ein ganz cooles Pokémon, also hier voll die Coolness. In Attacken. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ein Sichler also. Ich muss gerade mit dem Bild rummachen, also nicht wundern, dass ich gerade hin und her schiebe, wenn 3DS. Also ein Sichlor. Raxus, habe ich dir nicht gesagt, es soll nicht nur Overuse-Pokémon sein. Ja. Ich meine, Sichlor ist jetzt so eins, wo ich sage, okay, aber die Weiterentwicklung ist einfach nur übertrieben stark. So, Sichlor, wie nenne ich einen Sichlor? Weiblich schon wieder. Schon wieder ein weibliches Sichlor. Mir fällt gerade nichts Besseres ein als... Also... Namensbenennung, zack, 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 zack. Sichlor! Hat den Namen Sissi! Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ein Sichlor mit dem Namen Sissi! Warum nicht? Spricht doch nichts dagegen. So! Und jetzt heißt es auf zum Wettbewerb! Yay! Mit meinen ganzen 6 Pokémon, die ich jetzt alle habe. Wenn Pokémon besiegt wird, darf ich wieder austauschen. Vorher nicht. Und mit Absicht werde ich kein Pokémon verlieren. Könnte ich zwar, aber tue ich nicht. So, auf geht's! Jetzt habe ich die Wettbewerbskarte. Jetzt heißt es Wettbewerb abgehen. Und wow, was ist denn hier los? Ja, das Altaria hier. Xeblu, Xeblu! Ein Xeblu. Jetzt, wo ich die Karte habe, geht's auf zu den Wettbewerben. Was? Wenn Xen und Xeblu auf der Bühne stehen, ist das auch so spitze. Die beiden sind einfach nicht zu treffen. Das ist so geil. Wow. Du bist doch tatsächlich von der großen Xenia für den Wettbewerb ausgewählt worden. Warum gerade ich, weiß ich auch nicht. Für den Wettbewerb, ja, hast gut, ich bin echt neidisch. Xenia und Xeblu sind die absoluten Weltsuperstars in der Welt des Pokémon-Wettbewerbs. Sie werden von allen bewundert. Von allen. Xeni, kann ich Autogramm haben? Bitte, einen Fußabdruck von dir, Xeblu, bitte! Harry, ich wollte mich wegen vorhin noch mit dir bedanken. Sorry Leute, aber die andere Stimme ist gerade nicht da. Du bist denn sicher erschrocken, oder? Aber jetzt sag doch mal, sind die Wettbewerber nicht der absolute Wahnsinn? Ja! Yep. Ich bin mir sicher, dich steckt das Fieber auch noch an. Das hat mich jetzt schon erwischt. Oh, ich bin krank, 37 Grad. Und das, ich krank hast du. Ach, Wettbewerbsritis. Wettbewerbe, ahoi. Freue mich jetzt schon. Harry, sag bloß, bist du sicher, um einen Wettbewerb teilzunehmen? Ja. Super, freut mich riesig. Ah, weißt du was? Wie kommt da gerade eine tolle Idee, wie man dieses Kapitel deiner Karriere nennen könnte? Man nennt es die Anfänge, Herzklopfen beim Wettbewerbsdebüt. Das riecht doch ganz gut, oder? Aber bevor es gleich wieder losgeht, musst du erst noch schnell mit mir mitkommen. Okay. Wozu? Also, bevor du jetzt beim ersten Pokémon-Wettbewerb mitmachst, möchte ich dir unbedingt noch ein kleines Geschenk machen. Ich sage dir nichts plötzlich, ich weiß. Weißt du, die Sache ist die... Du bist sage und schreibe der 100. Trainer, den ich für den Wettbewerb ausgekommen habe. Das ist schon Grund zum Feiern. Das muss Schicksal sein. Ich weiß es einfach. Du musst der Trainer sein, nachdem ich mich gesucht habe, Harry. Du musst es einfach sein. Oh, tut mir leid. Das ist wohl jetzt mal mit mir durchgegangen. Naja. Also wenn du magst, dann trage doch das hier mit deinem Wettbewerbsdebüt, ja? Trage ich das bitte. Einen Live-Zu-Anzug erhalten! Mal kurz putzen. Oh, sieht etwas punkig aus. Mit Schleife. Du bist ja so cool. Einfach nur wow. Geht dir ausgezeichnet. Ach Männer, ich kann es gar nicht mehr warten. Pokémon-Wettbewerb live und du bist das erste Mal dabei seit langer Zeit. Du wirst bestimmt deine famose Darbietung hinlegen. Ich werde meinen Blick keinen Moment von dir abwenden, ja?
Das stand dir jetzt dermaßen gut. Ich komme rein. Diese Aufmachung nennt sich Live-Anzug. Dann musst du unbedingt beim Wettbewerb tragen. Unbedingt. Anders geht es nicht. Hä? Wie klicke ich direkt? Klick dir ganz fest die Daumen. Okay. Weißt was? Ich will machen. Sofort. Wettbewerb. Ah! Ich frage mich gerade, wo kann ich Poké-Regeln machen, weil im Pokémon Center gab es ja keine Maschine dafür. In Pokémon Omega, Rubin, Saphir und Kristall. Rubin und Saphir gab es ja so eine Art Maschine, da konnte man, die Dinge machen. Willkommen bei Pokémon Wettbewerb Live! Wie ich sehe, hast du schon eine Wettbewerbskarte. Zeig, was in deinem Pokémon steckt und versuche dich in deinem Wettbewerb da hochzuarbeiten. Im Moment bist du noch ein absoluter Anfänger. That's what she said. Das war ein kleiner Tipp von mir. Bei Wettbewerben geht es darum, allen zu zeigen, wie toll dein Pokémon sind. Die Ersteindrucksrunde spielt eine besonders große Rolle. Aus diesem Grund ist es ratsam, dem auftretenden Pokémon und Pokéregeln zu geben. Dass bei seinen Auftritt zum Beispiel so cool und witzig wie möglich wirkt. Auf den ersten Eindruck folgt die Kunststückrunde. Dabei muss ein Pokémon versuchen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, indem es über 5 Runden hinweg besonders eindrucksvolle Attacken ausführt. Die Attacken sind in 5 verschiedenen Kategorien wie Cooles und Putzigkeit unterteilt. Putzigkeit ist neu, das haben sie umbenannt. Wenn du die Menge zum Toben bringst, solltest du die Wahl deiner Attacken immer an die Kategorie des jeweiligen Wettbewerbs anpassen. Passt die Attacke zur Kategorie des jeweiligen Wettbewerbs, kann dein Pokémon damit beim Publikum besonders viel Eindruck schenden. Versuche am besten erstmal im Normalrang auf den ersten Platz zu gelangen. Danach kannst du mit deinem Stück Schritt für Schritt an höheren Ringen versuchen. Also, gleich geht's besser. Wenn du mit mehr Spielen aus der nächsten Nähe teilnehmen möchtest, bist du hier an der richtigen Stelle. Ich will alleine. Und allein ist dann der rechte Schalter, oder was? Willst du mir jetzt wieder teilnehmen? Jo! Bitte wähle ein Pokémon aus! In diesem Fall ist es... Den tue ich rein. Mehrzähler? Nein, mach mal Obeina. Der passt hier rein. Welche Kategorie? Coolness. Welcher Rang? Normalrang. Danke, dein Pokémon ist jetzt zur Teilnahme registriert. Sein Teilnahmenummer ist die Nummer 4. Dann folge mir bitte. Yay! Schau mir rein! Los geht's! Wettbewerbe! Coole Musik. Normalrang. Teilnehmer, Silvia und Lulonior. Lulonior, okay. Die Spitznamen der random PC-Gegner sind noch immer so komisch wie damals. Tenasa, Ali und Makuhihi. Geiler Spitzname für Makuhita, Makuhihi. Fitz und Fifi. Flitz heißt er, nicht Fitz, Flitz. Und Teilnehmer Nummer 4. Haie und Obeina. Keine Sternchen. Ganz wenig Applaus. Na klar, ich habe noch gar nichts vergeben. Keine Pokeregel. Ich habe auch keine. Ich weiß noch nicht, wo man sie macht. Kunststücksrunde. Los geht's. Runde 1 geht gleich los. Welche Attacke willst du bezaubern? Habe mal einfach mal Funkensprung gemacht. Also unten haben wir die Pokémon, wie viele Herzen sie bekommen. Und man kann auch fotografieren. Und dann halt vorführen. Je mehr Herz man hat, desto besser ist es. Es funktioniert genau wie Anno dazu mal. Man kann die Pokémon, die schon vorgeführt haben, ein bisschen verwirren, damit sie weniger Herzen haben, als wie... Ja, die sie eigentlich hätten. So, einmal Funkensprung vorgeführt. Yay! Dafür gibt es 4 Herzen, gar nicht mal so schlecht. Und Begeisterung. Ach, gibt ein extra Herz, cool. Gut, das heißt, ich bin zurzeit jetzt Zweiter. Gut, dann machen wir mal Klugheit, Coolness, Nachtschiebe, interessant. Sorgt für viel Aussehen. Sorgt einfach von Erfolg, Sucht, aktiv, für unterschiedlich viel Aufsehen. Interessant, was das hier alle für Attacken gibt. Also ich bin jetzt als Zweiter dran. Ladevorgang. Schützt vor Lampenfieber. Okay, Makuhihi macht Kraftwelle. Immer die gleiche Attacke auszuwählen ist auch nicht gut, Leute. Immer schön variieren.
Das sorgt für Begeisterung im Publikum. Ich will wissen, was passiert, wenn da 5 Sterne oben sind. Ladevorgang! Wah! Ein Herz gibt's dafür. Ja. Klugheit ist hier fehl im Platz, aber dafür bekomme ich in der nächsten Runde mehr Punkte. Und ich kann nicht verwirrt werden, beziehungsweise Elan habe ich hier. Yay. Bin geschützt vor solchen Attacken, die mich aus der Ruhe bringen. So, Ladevorgang und jetzt sollte es mit einem Funksprung aufgeführt werden. Jetzt bin ich letzter dran, kein Problem. Funkensprung! Da ich aufgeladen habe, ist es sogar besser. Riechsalz. Na, ich bin ein bisschen aus Übung mit dem Wettbewerb. Ich komme da sicher irgendwann wieder mal rein. Und eine gute Kombination, ja, das werde ich auch haben. So, Biss! Dum, dum. Nette Vorführungsrunde hier. Bodycheck von Stolunior, bang! Oh, wie viele Herzen kriegt das? 6? Und jetzt bin ich dran, los geht's! Funkensprung und das aufgeladen! Ja, kommt sehr gut an und bekommt sogar noch mehr Herzen dafür. Und cooles macht die Begeisterung natürlich noch mehr. Dafür gab es jetzt 8 Herzen. Gar nicht mal so schlecht. Das war die dritte Runde, glaube ich. Nein, nicht Nachhieb, Eiszahn. Dann machen wir lieber wieder Ladevorgang, da ich jetzt als erster dran bin. Ladevorgang! Damit ich auch schön ruhig bleibe beim Pokémon. Immer schön ruhig bleiben, wenn man als erster auftritt. Weil falls irgendeine Attacke kommt, die sagt, ja, das Pokémon steckt auf, immer vorsichtig sein. Kampfstoß. Bam! Bam! Ist auch interessant, diese Kampfstoßattacke. Wow! 8 Herzen! Nicht schlecht. Also Makuhita ist sehr gut. Grimasse. Eine Attacke, die... Was? So ein Kakao zu ziehen? Nicht mit mir, ich bin geschützt. So, wieder weiter damit. Funkensprung! Immer schön hinterher wechseln. Ich glaube, wenn ich nicht mal Erster bin, mache ich auch mal die andere Attacke, die cool ist. Nämlich Eiszahn oder Nachthieb. Ist auch cool. Also ist wird das cool angesehen. Bodycheck! Also die Vorführungsrunde erinnert mich wirklich an die alten Zeit. Das hat was einfach. Ich glaube, es wird einfach nicht leichter. Das Fiefchen ist böse. So, wir haben Funkensprung. Blitz, Blitz und wieder ein bisschen mehr. Wieder 4 Punkte. Und Kombination sehr gut. Kriegt noch ein bisschen mehr. Und es war cool. Gibt sogar noch ein Herz extra. Also wieder 8. Bin neugierig, wie viel der jetzt eigentlich bin. Kunststückgründer, das war's. Da waren die 5 Runden. Auswertung. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nicht gewonnen, leider. Aber ich wurde Zweiter, also da unten ist jetzt die Leiste. Er steht, ich bin Zweiter. Die Kunststruktion habe ich gut abgeschnitten, aber ich hatte halt mein Pokémon nicht auf Coolness gemacht, weil es noch keine Poké-Regel bekommen hat. Ich weiß auch noch nicht, wo ich die herbekomme. Das war's für dieses Mal. Bitte sehen ist, hoffentlich ja. Hast du nicht vergessen, nehmen Sie, wartet jemand auf dich. Gleich hier drüben. Was? Hier? Da wartet jemand? Ah, Xenia. Oh, wie Harry, das war leider nichts was. Ah, Kopf hoch, ich würde sagen, das heutige Kapitel und den anderen nennen wir einfach. Bloß nicht aufgeben, Harry, auch wenn die ersten Tränen fließen. Passt doch wie einfach zur Sorge, oder? Glaub mir, wenn du ein großer Star werden wirst, sind die Rückschläge wie dieser unvermeidbar. Vielleicht sollte es deinem Pokémon mehr Pokerin gegeben, die erhöhen seine Wettbewerbswerte, wodurch sich auch deine Gewinnchancen verbessern. Ja, wie geht das hier? Denn wenn das Publikum nicht so beeindruckt ist, dafür haben die Wettbewerbswerte hoch genug, ne? Könnte es noch weit kommen. Hier stelle daraus einen leckeren Pokémon her und füttere deinen Pokémon damit. Eine Bonusbeere!
das nächste Mal gewinnst du bestimmt, Harry. Da bin ich sicher, also häng dich rein! Okay, werde ich machen. Ja, ich werde anstrengen. Okay, vielleicht geht das über die Poké-Regelbox. Moment. Ein Set aus Bärenmix zur Beherrschung von Poké-Regeln. Einsetzen. Poké-Regel geben. Nein, herstellen. Ah. Okay, ich kann jetzt Bären in den Mixer schieben. Gibt zwei Bären in den Mixer. Machen wir... Etwas einfaches mal. Sindel und Marronbeere mixen. Wenn ich jetzt mixen drücke, dann passiert das hier. Okay. Ich vermisse ein bisschen, dass man da X drücken muss. Oder A oder irgendwas. Da muss man ja früher immer herumdrücken. Probier ich mal mit einer Pfirsichbeere und mit einer Zindelbeere. Also ich kann mehr wie eine mixen, sehe ich gerade. Ja, ich habe es gerade gemerkt, man kann mehr wie mit zwei mixen. Man kann 4 zu 4 Beeren mixen. Gut, dann mache ich das mal. Tue ich 2 rosa rein und dann mixen wir mal. Interessant. Und das sind die Bokeh-Regel, die ich habe. Bokeh-Regel blau, rosa, grün, gelb. Die Frage ist jetzt nur, was macht was? Rot. Achso, rot ist ja cool, ne? Oder was? Probieren wir mal... Obeiner eins zu geben, so ein Bokeh-Regel rot. Und erhöht die Coolness, das dachte ich mir. Also jedes Bokeh-Regel ist für einen anderen Wert zuständig, zum Beispiel blau ist für Schönheit, rosa ist für die Putzigkeit, grün ist für die Klugheit und gelb ist für die Stärke. Sehr interessante Sache. Und je besser die Bokeh-Regel, desto besser ist es für den Wettbewerb. Ich frage mich nur, wie kann man diese Deluxe-Dinger herstellen? Das geht sicher auch irgendwie. Als Deluxe-Dings gebe ich mal auch mal Obeiner, da müsste sich die Coolness um einiges erhöhen. Die Coolness! Yay! Mehr Coolness! Auch ein bisschen komisch, dass man die Einsen vergeben muss, diese Dinger, und das sieht aus wie eine Flamme jetzt da oben. Yeah, mehr Coolness! Mehr! Ich frage mich gerade, was ist der Maximumwert hier? Wow! Mehr! Und eins habe ich noch. So, zack, boom. Ja, die Coolness ist schon um einiges gesteigert. Da werde ich mal offscreen mal reinschnuppern. Und der Live-Anzug ist auch hier. WBS-Karte. Interessante Sachen hier. Ja, ich werde es mal offscreen probieren, ob es da besser läuft. Und was ich dafür bekomme. Hallo. Hey, hast du mal eine Minute Zeit? Ich habe eben von dir den Wettbewerb angeschaut. Dein Anzug war einfach sensationell. Dein Look hat mich dazu inspiriert, dir zumindest ein passendes Pokémon-Outfit maßzuschneiden. Ich kenne dein sehr modebewusstes Cosplay, Pikachu, das sich diese Pokémon-Probe mal für mich angezogen hat. Und es stand eben unverschämt gut. Dieses Cosplay, Pikachu, ist ein ganz besonderes Pokémon, dem einfach alles zusteht. Die Leute würden bestimmt ganz schöne Augen machen, wenn ihr beim Pokémon-Wettbewerb in diesen schicken Party-Look aufkreuzen würdet. Pikachu wurde in die Box 2 geschickt. Ein Cosplay-Pikachu ist das, Leute. Ein sehr interessantes Pikachu, weil das verschiedene Kostüme hat. Ich entwerfe und schneide Kostüme für Pokémon-Wettbewerb. Nebenbei, dieses Pikachu ist hier neu. Das gab es früher nicht. Ich habe noch etliche weitere Verkehrungen für das Cosplay-Pikachu auf Vorrat. Komm, mich doch einfach mal im Nebenraum besuchen und schau es dir an. So, du passt mal auf das Pikachu auf. Ein Pikachu, mal schauen. Moment, hier ist die Box, ne? Kann ich auch hier reinschauen? Muss nicht extra ins Pokémon Center gehen, dann schauen wir mal, wie das aussieht. Etwas rockig! Und es kann Sternenhieb! Auf Level 20! Ein Pikachu mit Sternenhieb. Läuft! Ich frage mich, ob man das züchten kann, weil es ist ein weibliches Pikachu. Müsste eigentlich gehen, aber ich glaube, da kommt kein Cosplay-Pikachu raus. Das wäre auch ein bisschen komisch. Warum nicht? Hab nichts dagegen. So, EP-Teiler, soll ich ihn einschalten oder nicht? Mach ich vielleicht später. Denn ich habe jetzt ein neues Pokémon, Sichlor. Das will ich natürlich auch etwas hochziehen mit dem Level. Ich bin damit beim Mehrzähler auf Level 18 zurzeit.
Ich gehe davon aus, dass die nächste Arena so auf Level 20 sein wird. So circa. So, gehe ich mal Graphit Park City raus und willkommen auf der Route 110. Ist das da oben der Radweg? Sieht das geil aus. Da sage ich mal nichts zu. Route 10 Graphit Park City Richtung Süden. Was soll ich tun? Schnurstracks über den Radweg nach Marburg Süd gefahren oder die untere Straße nach Pokémon zu? Was soll ich denn tun? Wenn du schon mal da bist, such nach Pokémon. Küstenradweg. Leider habe ich noch kein Fahrrad, also dürfte das hier noch gar nicht gehen. Hallo? Tut mir leid, auf dem Radweg zum Fußgehen nicht gestartet. Das ist gefährlich. Komm wieder in dein Fahrrad bis jetzt. Ja, dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass das noch nicht geht. Der Fahrradweg. Schau mal, was es hier für wilde Pokémon auf Route 110 gibt. Etwas hat rechts viel zu. Ein Minon! Cool! Ein Minon auf Level 12! Wow! Also die Levelkurve, die überrascht mich hier immer und immer wieder. Sogar die wilden Pokémon sind schon Level 12. Das will was heißen. Und wenn ich den Kreis so halte, ist es für mich einfacher zu spielen, dass ich hier einen Finger habe. Nicht wundern. Sternschauer. Sternschauer-Attacke! Wuppa! Und Minon, das reicht sogar nicht. Ja, Minon ist ein cooles Pokémon. Und, muss die Paralyse sein? Ja, sie muss sein. So, bitte, ruckzucke! Auch wenn ich paralysiert bin, ich bin als Erster dran. Ja! Und die Attacke wird sogar noch verstärkt. So, Level 2 für Sissi, Level 3, Level 4, Level 5 und er lernt Energiefokus. Level 6, das ging schnell. Ziemlich schnell. Aber ich zeige kein paralysiertes Pokémon, naja, was macht man? Hallo? Von hier aus geht es geradeaus weiter. Unser Ziel ist das Schlöperk hinter Route 110. Das heißt, wir müssen uns auf eine lange Reise einstellen. Es kann sich nicht schaden, in Marvenbrot City eine kleine Rast einzulegen. Das liegt ohnehin auf dem Weg. Einverstanden, Chef! Marvenbrot City, Moment, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Das ist hier. Marvenbrot City, die nächste Stadt. Mit der nächsten Arena. Und ich glaube, mein erstes Let's Play zu Pokémon Saphir, glaube ich, war das. Ja. Hatte ich hier in der Stadt derbe Probleme in der Arena. Das war nicht schön. Ich will überall hingehen, um der Welt mein Geliebtes zu zeigen. Dann mach das. Pokéfan Isabelle mit einem coolen Heft. Blustl! Hat sie mit. Haben wir mir gesehen? Ich glaube, Blüstel gibt es in Pokémon Alpha Saphir. Und eigentlich habe ich Saphir Let's Play, sondern Smaragd. Fällt mir jetzt auf. Ist auch schon etwas länger her und ist auch jetzt nicht das beste Let's Play, was man anschauen sollte. Nicht unbedingt, wenn das Hust. War halt alles noch am Anfang damals. Funkensprung! Tja, leider hat mein Luxio, keine Schutzball-Elektro-Attacke, aber egal. Eiszahn, auf Blüssel, zack, zack. Und es reicht nicht. Nett. Ich unterschätze Blüssel gerne und es macht Offerte. Ist mir doch egal, wenn du Offerte machst. Nachthieb. Schlitz. Zugabe. Na gut, dann mache ich halt nochmal Nachthieb. Ist kein Problem. So, und Schlitz! Tschüss, Blüssel! Und 405 Erfahrungspunkte und Level 18. Bis! Nein, brauchst du nicht. Er kann ja schon Nachhieb, und Nachhieb ist besser wie Biss. Und sie ist erreicht, Level 7. Und die Zeit ist aus, Leute! Das heißt, hör auf zu piepsen! Hör auf zu... Läuft. Das heißt, nach dem Kampf ist der Part zu Ende und es gibt dann Schnurrstracks weiter für mich. Für euch leider nicht. Und Schlitz! Blüssel und Minion halten wirklich mehr aus, als ich dachte.
auch wenn sie ihre Zinnelbeeren hier aufessen und nichts. Sprung kann Sprung! Nicht sehr effektiv. Ich glaube, das kann nichts anderes. So, Schlitz! Ja, Zugabe ist beendet. Mir egal. Eiszorn! Ich könnte auch nochmal Nachtschieb machen. Ich glaube, ich muss es sogar machen. Ja, mit der Zugabe. Nachtschieb! Tschüss, Minon! Kein Problem. Gut, Leute, dann werde ich mal alle Pokémon, die ich habe, auf Level 19 ziehen. Das könnte etwas dauern. Also, Leute, bis zum nächsten Part und ciao! Da 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 da